Ein Bergbauernhof am Abhang des Pilatus. Gemeinde Schwarzenberg. Hier fließt der Gießbach, Objekt eines erbitterten Streits. Bauer Peter Ott gegen die Behörden, so läuft das schon seit 30 Jahren. Es ist eine, wie es scheint, endlose Geschichte, die dem Bauern den Namen Behördenschreck eingetragen hat. Behörden sind sicher ein bisschen abgeschreckt worden. Also. Ich kann mich nur an die Fälle erinnern, wo mir ein Richter gesagt hat, jetzt seien sie schon 25 Jahre in dem Amt. Aber so einen hätten sie noch nie gehabt. Und ich muss sagen, es ist sicher Zeit, dass sie einen haben. Wo sie auf den richtigen Weg reisen. Da ist immer ein Strafverfahren, ein anstehender Prozess oder ein Urteil, gegen das sich Peter Ott wehren muss. Ich bin ein Schweizer. Und ein Schweizer sagt, ich bin da und ich bin einfach da. Ich kämpfe nicht für mehr Macht, um etwas zu erobern. Ich wollte aber das, was mir gehört, zu dem wollte ich schauen und das wollte ich, was mir gehört. Und alle anderen Einwirkungen gegen die tue ich mich wehren. Das Gießbachtobel bildet auf einer Länge von 600 Metern die Grenze zum Hof von Peter Ott. Eine unstete Grenze, denn der Wildbach reißt immer wieder Stücke vom Land weg. Für den zuständigen Kanton Luzern wäre eine umfassende Bachverbauung viel zu teuer. Deshalb macht es der Bauer selber, was er aber nicht darf. In 30 Jahren zähmt er den Bach, legt er das Bachbett höher, um die Energie zu bremsen. Von da weg habe ich das ganze Bachbett gemacht, oder? Und die Rutsche, die gekommen sind, aufgehoben da, oder? Da war sicher gegen die 20 Meter tiefer, wo ich gekommen bin. Jeden Steinbrocken hier hat er versetzt. Selbst riesige Felsstücke, hunderte Tonnen schwer, hat er mit Seilwinden in die richtige Lage gebracht. Doch ganz stoppen lässt sich die Erosion nicht. Noch immer stürzen Teile seines Landes ins Tobel und weiteres Material hängt in der Luft. Das wäre jetzt alles zusammen Land von mir, oder? Wo jetzt da schon fort ist, oder? Also mein Land ist etwa, ich denke, gegen 20 Meter weiter rausgegangen. Der jahrzehntelange Kampf des Peter Ott. Ein verbotener Kampf, sagt der Kanton, weil der Bauer widerrechtlich ein öffentliches Gewässer verändere. Es war im Jahr 1995. Der Streit mit dem Kanton war damals bereits voll entbrannt. Mit dem Bagger ist man sicher stärker wieder mit der Schreibmaschine. Gegen die Steine und gegen das Holz und gegen den Bach. Kurz nach diesen Aufnahmen musste Peter Ott erstmals ins Gefängnis. Seine Frau war nun auf dem Bergbauernhof auf sich allein gestellt. Ich kann die ganze Sache einfach nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, dass man das nur machen darf, einmal einfach geholt. Besonders für die Kinder waren es belastende Erfahrungen. Der Vater im Gefängnis, Getuschel in der Schule. Josi Ott hatte 1965 einen eigenwilligen Mann geheiratet. Nach 8 Tagen konnte Peter Ott das Zentralgefängnis in Luzern wieder verlassen. Noch immer in den Stallkleidern, die er bei seiner Verhaftung getragen hatte. Im Gefängnis hatte ich alles, was ich daheim nicht hatte. Ich konnte Fernsehen schauen, Radio hören, Zeitung lesen, mich duschen, rasieren, also wie im Hotel.
Der Bach, das ist ein schöner Nachbar. Der Bach hat noch nie keine Strafanzeige, noch nie etwas gemacht gegen mich. Oder hat einfach wieder eines gesagt, jetzt wollte ich da durch. Und den Stein nehme ich jetzt halt mit, weil du zu wenig gut befestigt hast. Ich will keinen anderen Nachbar wie den. Ich würde mit keinem Bundesrat tauschen. Und Kantonsrat sowieso nicht. Und Gemeinderat noch weniger. Der Vater von Peter Ott war Bauer und Wurmeister im Kanton Schwyz. Von diesem hat er gelernt, wie mit wilden Bächen zu verfahren ist. Beispielsweise, wie abrutschende Hänge zu stabilisieren sind. Die Tanne soll in eine Runse gesetzt werden, um die Erosion aufzuhalten. Die natürlichste Verbauung, die man überhaupt machen kann, sagt Peter Ott. Allerdings klappt es nicht auf Anhieb, auch weil der Backer etwas überfordert ist von der Aufgabe. Ja, für die Arbeit ist er einfach zu klein, oder? Also klein genug. Da wären es die 7 Tonner, die wir weggenommen haben, dann wären es da gut, oder? Für die Arbeit, oder? Da könnte man noch die schwereren und noch die grösseren Bäume tun. Peter Ott musste in den vergangenen Jahrzehnten 3-mal ins Gefängnis, teils mehrere Monate. Die Behörden haben ihm 11 Backer weggenommen und noch mehr Kettensägen. Ja, das ist der 12. Backer, der da ist, oder? Und eben, im Grunde genommen, das ist einfach Blödsinn, was die machen. Die wollen gescheiter mir helfen, arbeiten wieder mit dem Backer, wieder da mir die Maschinen und das Zeug nehmen. Und nun ist auch der 12. Backer weg. Frische Raupenspuren vom Vorabend, als Polizisten das schwere Gefährt geholt haben und mit diesem auch gleich Peter Ott. Heute bringen sie den Bergbauern zurück. Er verbrachte die Nacht in einer Polizeizelle. Bei der Verhaftung hat es eine Rangelei gegeben. Der alte Mann hat eine Krücke gegen einen Polizisten erhoben. Ermittelt wird nun auch wegen Drohung. Bei einer Hausdurchsuchung wird nach Waffen gesucht. Gefunden werden keine. Ich habe einfach nicht gut geschlafen, weil mir einfach den Arm wehtun hat, oder wo sie mir da vertraut haben, die Polizei, oder, und die Hand, wo sie mir die Handschellen, von der Handschellen machen, oder, das hat mir einfach... Sohn Urs ist zum Vater hochgekommen. Er war am Vortag bei der Verhaftung dabei. Ja, also ich bin eigentlich schon recht verschrocken, dass das wieder so ein Theater ist, wegen so einem lächerlichen kleinen Packerli. Und ja, als ich gekommen bin und noch der Vater am Boden gelegen ist und gejauselt hat, dass die Schultern weh und alles, ist schon... ja, man fragt sich da ein bisschen, eben wegen so einem kleinen Scheisspackerli und so ein riesen Theater mit einem 75-jährigen Mandali abziehen. Fragt man sich schon, ob man nicht noch andere Sorgen hat auf dieser Welt. Oder vielleicht, ja. Ich denke einfach, das sollte man in der heutigen Zeit im Büro lösen, dieses Problem. Für das, dass man schon so viele Menschen haben in dem Büro, sollte das länger. Der Hof Oberlangen-Erlen. 1979 ist das Ehepaar Ott ins jahrhundertealte Haus eingezogen. Es sind sehr einfache Wohnverhältnisse, in denen 7 Kinder großgezogen wurden, 6 Buben und ein Mädchen. Und da war immer dieser Streit. Bei der Verbauung des Baches hatte Peter Ott gelegentlich auch Bäume aus dem nächsten Wald geholt, aus Wäldern der Nachbarn. Im Dorf hat er daher nicht viele Freunde. Er weiß, dass er Sachen macht, die nicht erlaubt sind. Und wegen dem ist er so geworden. Er ist sicher kein Bösartiger. Er hat seine besonderen Gesetze. Nur sind die, glaube ich, einfach nie niedergeschrieben. Das ist das Problem, das wir haben. Oder? Wenn man eine Schlussbilanz ziehen will, ist es auch wegen ihm so, dass sein Verhalten, wie er das Problem löst, die Existenz viel mehr fördert und leider auch die von seiner Familie. Wenn er das Seibach, wie er ihn titulieren, eigentlich hier machen können. Josi Ott, P.
Peters Ehefrau wohnt schon seit einiger Zeit unten in Schwarzenberg. Die Umstände, der ewige Streit um den Gießbach vor allem, haben sie krank gemacht. Ihn habe ich auch manchmal nicht verstanden. Ich meine, ich habe ihm manchmal gesagt, zuerst sollte doch die Familie kommen, nach dem Betrieb und nach dem Bach. Bei ihm war es aber umgekehrt. Er ist einfach der Bach und noch eins der Bach und die Familie ist ihm, ich weiss auch nicht. Dort habe ich ja schon schwer gelitten. Und eben, die Familie auch. Wenn man das nicht hätte müssen machen, den Bach um, dann hätte man sicher Mengen Komfort können machen, als sein Ringer gehabt. Das ist eh. Aber eben, eigentlich muss man sagen, welches muss man jetzt zuerst, oder? Und das Land, wo auf jeden Fall der Bach weggezehrt hat, oder weggezehrt noch, das ist nicht mehr anzusetzen. Das kann man. Es ist fast nicht mehr möglich, dass wir das noch einmal zurückholen können. Aber so ein Haus und Komfort und das kann man schon immer noch wieder machen. Regelmäßig erhält Josi Ott Besuch von ihrem Mann. Und gelegentlich fährt die Frau nach oben, macht dort den Haushalt. Die Distanz hat den beiden gut getan, hat neue Nähe geschaffen. Den Rummel um ihren Mann jedoch, während Jahrzehnten in zahllosen Zeitungsartikeln ausgebreitet, den vermisst sie nicht. Mit der Zeit ist mir die Jungen, würde ich sagen, als ein Arsch für mich. Er ist schon da, er ist ja der Held gewesen und hat sich auch als Held gefühlt. Und wie es uns gegangen ist, nein. Ist er ein Held? In einem gewissen Sinn sicher. Das macht mir mal keiner nach, so ein Bach im Alleingang und so verbauen. Das Gießbachtobel gibt nie Ruhe. Erneut hat Peter Ott ein Stück Land verloren. Das ist jetzt ein Rutsch, der frisch abgekommen ist. Und wenn man jetzt dort die Runse hat, ausgebuschert hat, oder, dann wäre das nicht passiert. Das ist jetzt das wertvolle Material, das wir eigentlich brauchen, zum Wiederbewalden. Das ist jetzt der gute Humus. Und der, wenn der in den Bach rauskommt oder es regnet, und dann geht der ins Meer raus. Und dann haben wir ihn nicht mehr. Der fällt genau da. Dies ist Peter Otts Methode, den Rutschhang zu beruhigen, wieder zu bewalden. Holzpaletten werden mit Langheu bedeckt, Samen schlagen aus, verfestigen die Grundlage. Schließlich wachsen Weiden daraus. Der Kanton jedoch sagt, das sei eine Deponie. Ja, das sagen die, schon. Aber ey, das ist ein paar Jahre und dann sieht man das nicht mehr und das ist überwachsen. Und Palette oder ist ja Holz, das ist waldeigen, oder das vermodert etwa bis in 20, 30 Jahre und dann gibt das Humus, oder, und das will man ja im Wald haben. Die Methode mit den Holzpaletten hat in den letzten Jahren bereits große Grünflächen im Abhang geschaffen. Und doch dreht sich der aktuelle Streit mit dem Kanton um die Frage, ob das eine Deponie sei. 30 Jahre nun wog diese Auseinandersetzung mit Polizeieinsätzen, Verurteilungen und auch gelegentlichen Freisprüchen. Seit einigen Jahren muss sich beim Kanton Michael Fehr damit befassen. Warum bloß ist hier nie ein Ende dieser unseligen Geschichte geglückt? Persönlich anerkenne ich die grosse Erfahrung von Peter Ott. Er ist sehr manches Jahr in diesem Bach hinein und beobachtet sehr gut, was abgeht und was funktioniert und was nicht. Für mich war die Motivation, um mit ihm einen einvernehmlichen Weg zu suchen, eine Lösung miteinander. Leider haben wir dann gemerkt, dass einige von seinen Lösungen halt auch gesetzeswidrig sind, sprich die Ablagerungen im Hang oder das Zuführen von Material, das per Waldgesetz schlicht verboten ist.
Zwei Jahre zuvor hatte auch der Kanton einen Anlauf genommen, um das Giesbachtobel zu bewalden. Die farbigen Pfosten markieren Stellen, wo Gruppen kleiner Lärchen gepflanzt worden sind. Das ist jetzt noch das Einzige, das noch nicht kaputt gegangen ist. Das kommt jetzt so. Das ist jetzt noch nicht kaputt gegangen, aber das ist jetzt auch nie getroffen worden vom Steinschlag. Dank dem Baum da oben noch und dank dem Steinschlagschutzdamm, den ich gemacht habe da oben. Doch lieber kommt Peter Ott an den Bach runter, um nach kleinen Tierchen Ausschau zu halten. Kaulquappen. Ja, das ist einfach beruhigend. Und danach, wenn ich halt wieder mit der Polizei in Angriff genommen werde, denke ich, wenn ich schon schier ausraste, denke ich wieder, hey, ich gehe nachher wieder ab und gehe das Zeug anschauen und dann kann ich mich wieder beruhigen. Und dann bin ich wieder zufrieden. Eines der gefürchteten Pilatusgewitter lässt den Giesbach anschwellen. Das lockt Peter Ott an den Rand der Schlucht. Wenn es regnet in der Flut oben und dann geht es etwa eine Stunde und dann ist das Wasser da. Also ich gehe immer schauen und dann sehe ich, wo sollte man etwas machen und wo hebt es nicht stand. Oder was ist gut? Es ist die neueste Baustelle des Peter Ott. Die Zufahrtsstraße zum Hof droht im Giesbachtobel zu verschwinden. Nach der Methode, die er vom Vater gelernt hat, will Ott die rutschende Stelle stabilisieren. Nur, diese Bauarbeiten sind bewilligungspflichtig und bis jetzt hat sich Ott mit den Gemeindebehörden über die Maßnahmen nicht einigen können. Die wollen einfach das immer noch verbieten. Und ich habe dann gesagt, wenn ihr das macht, als mir nichts mehr fortrutscht, dann höre ich sofort auf. Aber ihr müsst etwas machen und anfangen. Dann müsst ihr das machen. Also wir sind da immer noch im Clinch miteinander. Nun macht der Bauer halt nur die notwendigsten Sicherungsarbeiten, damit ihm die Straße nicht ganz abhanden kommt. Dienlich ist dabei ein Occasionsbagger, den er sich nach Beschlagnahmung des letzten wieder angeschafft hat. Wie finanziert der Bergbauer diese vielen Baggerkäufe? Er bleibt einfach ein bisschen bescheidener und dafür geht man nicht in die Ferien. Man kann sich auch manchmal nicht leisten, wo sich die anderen das leisten können. In einigen Wochen wird sich die Polizei auch diesen Bagger holen. Immerhin, bis dann wird die Straße zumindest notdürftig repariert sein. Die Verbauung des Giesbachtobels hätte den Kanton Millionen gekostet. Unverhältnismäßig viel. Allein wegen eines Bergbauernbetriebs. Und so tat es der Bergbauer notgedrungen selbst. Und das nicht mal schlecht. Was ihn jedoch zum Gesetzesbrecher machte. Alle Beteiligten wollen richtig handeln. Das Resultat ist ein Versagen der Vernunft. Der einsame Kampf konnte Peter Ott nicht verbittern. Für das haben sie mich aber gestraft und bin ich auch ins Gefängnis gekommen. Aber ich bereue überhaupt nicht. Ich bin sogar stolz auf das ganze Zeug, was ich gemacht habe. Jetzt kommt das, jetzt wächst das. Und das Land hat Ruhe da oben. Und der Bach sieht auch relativ gut aus. Also, ich wüsste nicht, wie man es besser machen könnte. Die Kühe sind von der Alp zurückgekehrt. Ja, jetzt haben wir die wieder wenigstens. Oder ist es? Ist schon ein bisschen kurzweiliger, wenn jetzt die Tiere wieder da sind. Ja, die haben mir schon ein bisschen gefällt, ja. Und es ist einfach,
Wenn man einfach etwas nicht hat, wo einer gehört. Ja, das passt mir. Und der Streit dauert an. Es ist eine Eingabe ans Bundesgericht zu verfassen. Ein Lebenskampf in Ordnern verpackt. Dokumente des Scheiterns. Und es half auch kein göttlicher Beistand. In 3 Jahrzehnten ist es nicht gelungen, einen Ausgleich zu finden zwischen dem legitimen Bedürfnis des Bergbauern, sich vor Landverlust zu schützen, und dem Anspruch des Staates auf Durchsetzung seiner Regeln. Wie lange will Peter Ott noch weitermachen? Das haben sie mir das letzte Mal da auf dem Amtsstatthalteramt, die Staatsanwältin, hat mich das auch gefragt. Und da habe ich gesagt, jetzt streiten wir schon gut 30 Jahre, jetzt kommen sie auf 20 mehr oder weniger nicht mehr drauf ab. Thank you.